Ein Spiel mit Wiedersehensfreude, Hüben wie drüben. Reims empfängt mit seinen Bonnern sein Ex-Team die Göttinger um den Champions-League-Sieger und Ex-Bonner Zach Ensminger. Rein ins Spiel mit dem Blick auf den Bonner Kapitän Chris Senkfelder, der sorgt für die ersten Punkte der Partie. Und dann das! Hunderte Kuscheltiere fliegen aufs Bonner Parkett. Teddybär-Tosts für den guten Zweck, so soll's sein. Und danach wird natürlich auch Basketball gespielt. Und vor allen Dingen Thomas Kennedy, der wühlt da inside. Gerade zu Beginn des Spiels einer der Aktivposten in der Bonner Offensive. Auch hier zur Stelle mit dem Offensivrebound und dann eine freie Bahn. 9 Punkte allein von ihm im ersten Viertel. Die Bonner mit einer exzellenten Performance offensiv, auch defensiv packen sie zu und dann kommen sie so richtig ins Laufen. Hustle and Flow! Der Alley-Oop-Dunk von Savion Flagg. Früh im Spiel eine erste zweistellige Bonner Führung. Nach dem Ballgewinn hinten, da sind die Göttinger auch zu langsam zu Beginn der Partie in der Rückwärtsbewegung. Der Rest dann wunderschön. Aber ihr seht es am Spielstand, bis Mitte des zweiten Viertels kämpft sich Göttingen mal richtig rein in dieses Spiel. Bodie Hume mit dem Ausgleich nach krachendem Dunk. Die beste Phase der Gäste zum Ende der ersten Hälfte. Dank guter Ballbewegung und immer wieder diesen starken Finishes. Der Ausgleich durch Philipp Hartwig. Und dann ist es soweit. 2 Minuten vor Ende der Halbzeit ist die erste Göttinger Führung da. Wieder ein Dunk, 3 Dunks in Folge zum Führungswechsel der Gäste zur Halbzeitpause. Führt aber Bonn ganz knapp mit 51:50. Rein in die zweite Hälfte mit dem Blick auf Harald Frey, der gegen seinen Ex-Club exzellent Regie führt. Das sind die beiden besten Bonner im direkten Zusammenspiel. Topscorer des Spiels auf Bonner Seite ist nämlich Thomas Kennedy mit 17 Punkten und 8 Rebounds. Danach Harald Frey, freches Ding von außen, super aufgelegt. 16 Punkte, 8 Assists vom Ex-Göttinger gegen die Falken. Insgesamt macht Göttingen einen guten Job, gewinnt sogar das Rebound-Duell. Hier aber Noah Kirkwoods clever enteilt, stibitzt den Ball und hat freie Bahn zur knappen Bonner Führung. Auch Ende des dritten Viertels ist es ein ausgeglichenes, ein spektakuläres Spiel mit vielen sehenswerten Highlights. Flagg hier natürlich sträflich allein gelassen. Und dann Harold Frey, wieder so ein Ding. Er setzt die Nadelstiche, wann immer die Bonner ihn als Anführer in diesem Spiel brauchen. Er musste auch viele Minuten gehen, weil Glenn Watson mit einem Magen-Darm-Effekt auf Bonner Seite nicht dabei war. Aber das, der passende Abschluss für ein starkes drittes Viertel beider Teams. Antisevic mit dem Buzzerbeater. Also es bleibt auch vor dem letzten Viertel richtig eng und spannend. Dann fährt Bonn aber die Füße hoch. Lässt den Ball gut laufen. Savion Flagg mit den nächsten Punkten. Auch Brian Forbes mit wichtigen Steals in dieser Phase. Und nur noch Nadelstiche. Aber Göttingen wehrt sich mit allem, was noch im Tank ist. Aber der Akku scheint leer zu gehen im letzten Viertel. Sukic, einer der Topscorer der Gäste mit 15 Punkten. Und auch Bodie Hume hat noch ein spektakuläreres Ding im Repertoire. 12 Punkte, 8 Rebounds von ihm. Und auch einer der Aktivposten der Gäste. Das ist die schönste Aktion. Aber am Ende reicht es nicht mehr ganz. Trotz gutem Spiel, Bonn schlägt Göttingen verdient mit 95:85. Wichtiger Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze. Für Bonn geht es bereits Dienstag weiter im Do-or-Die-Game ums Final Four der Champions League gegen Peristeri. Live bei Dein.